das ist ein Zweig Rosmarin. Der Rosmarin selber hat die Eigenschaft, bei Erschöpfung und Konzentrationsschwäche zu wirken. Und an so einem heißen Tag wie heute braucht man eigentlich nur an einem Rosmarinstrauch im Garten vorbeizugehen, ein bisschen mit den Händen daran zu reiben und dann den Duft der Hand aufnehmen. Dann ist man schon wieder erfrischt und belebt und sollte deshalb nicht abends als Tee getrunken werden oder auch abends sollte man kein Rosmarinbad nehmen, weil das die ganzen Lebenssäfte anregt und man dann wirklich nicht einschlafen kann. Wer wirklich längere Zeit unter Erschöpfungszuständen leidet, der sollte jeden Mittag ein ganz kleines, so ein Likörgläschen voll Rosmarinwein zu sich nehmen. Rosmarinwein wird ganz einfach hergestellt, indem man einfach so einen Rosmarintrieb mit einer Flasche guten Weißwein übergießt und das Ganze etwa 14 Tage bis 3 Wochen stehen lässt, dann absiebt und dann sind die Wirkstoffe in den Wein übergegangen und wie gesagt, jeden Mittag nach dem Mittagessen ein solches Gläschen, so etwa 14 Tage lang, das stärkt den gesamten Organismus und belebt.